Vielen Dank. Ich erteile das Wort dem Vorsitzenden der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Herrn Abg. Matthias Wagner. Herr Präsident, sehr geehrte Ehrengäste, meine Damen und Herren! 70 Jahre Hessen in 15 Minuten, das kann nur ausschnitthaft sein. Das können nur Akzente sein, auf die man eingehen will und eingehen kann. Ich will versuchen, einen Bogen zu spannen zwischen dem, was uns in der Geschichte Hessens bewegt hat und was uns heute noch bewegt, bzw. wo wir für die Fragen heute etwas aus unserer Geschichte lernen können. Beginnen möchte ich mit dem, dass sich viele Menschen in unserem Land fragen, was passiert gerade in Amerika, dass sie Sorge haben über die Entwicklung in Amerika. Das soll auch Raum haben, aber darüber sollte nie vergessen gehen, dass sich Deutschland und Hessen nicht selbst vom Naziterror befreit hat, sondern dass es die Alliierten waren und dass es in Hessen die Amerikaner waren, die uns befreit haben und die uns Demokratie gebracht haben. Daran sollten wir immer denken und uns immer erinnern. Wir haben auch den Aufbau unseres Landes nicht alleine hingebracht, sondern hatten dabei auch große Unterstützung, wenn ich an den Marshallplan erinnern darf. Und diese Hilfe, die uns zuteil wurde vor 70 Jahren, die sollte uns heute den Großmut geben, dass wir andere Nationen, andere Staaten, die auch in krisenhaften Situationen sind, in ihrer Aufbauleistung unterstützen und dass wir an die Krisen in anderen Ländern erinnern und uns verpflichtet fühlen, dazu nicht zu schweigen. Aufarbeitung und Entnazifizierung, das war das große Thema nach dem Krieg, lange Zeit eben nicht. Es bedurfte erst Fritz Bauer und anderer Menschen, die die Hessinnen und Hessen damit konfrontiert haben, was im Dritten Reich passiert ist, der viele Anfeindungen über sich ergehen lassen musste, der aber trotzdem nicht aufgegeben hat, der die Auschwitz-Prozesse mit auf den Weg gebracht hat, der immer wieder Fragen gestellt hat und dafür gesorgt hat, dass diese deutsche Geschichte aufgearbeitet wurde. Und dazu gehört auch das Frankfurter Institut für Sozialforschung, von den Nazis aus dem Land vertrieben und dann nach dem Krieg wieder zurückgekehrt, mit wesentlichen Beiträgen zur Aufarbeitung der dunkelsten Phase unserer deutschen Geschichte. Vor diesem Hintergrund unserer Geschichte ist es besonders beschämend, wenn wir heute im Jahr 2016 wieder ein Anwachsen von antisemitischen Äußerungen und Taten feststellen müssen. Es ist beschämend, wenn Rassismus, wenn völkisches Denken wieder zurück im politischen Diskurs ist. Meine Damen und Herren, es war beschämend, dass wir die Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrundes so lange nicht erkannt haben, dass Halit Yozgat aus Kassel sterben musste von der Hand dieser mörderischen Terrorgruppe. Das ist und das bleibt beschämend, und wir müssen das aufklären, meine Damen und Herren. Der Geist und der Auftrag der Hessischen Verfassung lautet: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder Auschwitz. Das leitete die Väter und die Mütter der Hessischen Verfassung, die auch hier erwähnt werden sollen, weil es gab drei hessische Mütter der Verfassung, an ihrer Spitze Elisabeth Selbert. Elisabeth Selbert hat in der Hessischen Verfassung, aber dann auch später im Grundgesetz dafür gestritten, dass sich der schlichte, einfache und eigentlich so selbstverständliche Satz im Grundgesetz und ähnlich auch in der Hessischen Verfassung findet: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und auch deshalb sind 70 Jahre Hessen auch 70 Jahre Kampf und Engagement für gleiche Rechte für alle Menschen, aber insbesondere auch für gleiche Rechte von Männern und Frauen. Und es war dann später die Frauenbewegung in den 70er, in den 80er Jahren, die dafür gesorgt hat, dass das, was in der Verfassung schon immer als Auftrag stand, stärker auch Verfassungswirklichkeit wurde und tatsächlich auch durchgesetzt wurde. 1993 dann ein bundesweit beachtetes Gleichberechtigungsgesetz für die Beschäftigten in den öffentlichen Verwaltungen. Aber wir sind bei diesem Verfassungsauftrag noch nicht fertig.
Noch immer gibt es ungleiche Behandlung zwischen Frauen und Männern, verdienen Frauen weniger als Männer, und gibt es immer noch die gläserne Decke, was Führungsfunktionen angeht. 70 Jahre danach haben wir viel erreicht, aber auch noch eine Menge zu tun. Applaus 70 Jahre Hessen ist 70 Jahre Einsatz für Freiheit, für Vielfalt und für Offenheit. Auch das hatten die Mütter und Väter unserer Verfassung schon in der Verfassung angelegt. Aber es bedurfte erst der Bewegung der 68er, der neuen sozialen Bewegung, um weite Teile dieses Freiheitsversprechens, dieses Vielfaltsversprechens, dieses Offenheitsversprechens tatsächlich für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu realisieren und zu verwirklichen. Und deshalb gehört die 68er-Bewegung bei allem, was man auch kritisieren kann, bei mancher Übertreibung, zu dieser hessischen Geschichte. Und es ist auch gut so. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo es diese Freiheitsrechte, die damals erstritten wurden, nicht gäbe, meine Damen und Herren. Zu 70 Jahre Hessen gehört aber auch, dass diese Gleichheit nicht immer für alle galt und dass wir bis heute daran arbeiten müssen, dass sie gilt. Der § 175 aus dem Strafgesetzbuch, mit dem homosexuelle Handlungen unter Strafe standen, galt unverändert fort bis in die 60er Jahre. Er wurde erst in den 90er Jahren abgeschafft. Und deshalb ist es gut, dass wir heute für Akzeptanz und Vielfalt unabhängig von sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität eintreten und dass wir uns hier im Hessischen Landtag verpflichtet haben, das Unrecht des § 175 aufzuarbeiten. Es lohnt, in diese Hessische Verfassung zu schauen, in die Einfachheit der Sprache, aber die Deutlichkeit der Aussagen. Und diese Hessische Verfassung hat allen Stürmen der Zeit und des Zeitgeistes getrotzt, eben weil sie so klar ist und so klare Handlungsaufträge enthält. Und deshalb sollten wir diese Verfassung nicht ins Museum stellen. Wir sollten uns schon fragen, wie können wir sie modernisieren. Aber ich glaube, wir sollten sie in ihrem Kern erhalten und einzelne punktuelle Veränderungen an ihr vornehmen. Applaus 70 Jahre Hessen, das ist 70 Jahre gelungene Integration. Es war schon angesprochen, die Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 60er Jahren dann die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die wir in unser Land eingeladen haben, dann die Spätaussiedler. Und auch heute beschäftigt uns wieder das Thema, dass Menschen in unser Land kommen, ihr Heimatland verlassen mussten, vor Flucht und Gewalt fliehen mussten. Und auch jetzt geht es wieder um Integration. Und es sollte uns Mut geben, dass diese Integrationsleistung gelungen ist in unserem Land. Und wenn wir heute einen Ministerpräsidenten haben mit dem Familiennamen Bouffier und sein Stellvertreter Al-Wazir heißt, dann können wir mit Stolz sagen, gelungene Integration ist die Regel in unserem Bundesland, meine Damen und Herren. Jahre Hessen, das ist ein prosperierender Wirtschaftsstandort. Es ist ein prosperierender Wirtschaftsstandort, aber es ist auch immer ein Ort des kritischen Diskurses gewesen und soll das auch bleiben. Ja, wirtschaftliche Entwicklung ist wichtig. Wir waren Standort der Bundesbank, sind es noch heute, der Europäischen Zentralbank, des Finanzplatzes Frankfurt, aber ebenso hat uns auch die Frankfurter Schule, hat uns die kritische Theorie, haben uns Max Horkheimer, Theodor Adorno oder Jürgen Habermas immer darauf hingewiesen, kritisch zu bleiben, Fragen zu stellen. Und so zieht sich auch da ein Bogen zwischen wirtschaftlicher Entwicklung Hessens bis hin in die Neuzeit, die kapitalismuskritische Bewegung, der friedliche Teil der Blockupy-Bewegung. All das gehört zu Hessen, all das gehört zusammen, all das macht Hessen aus, dass es auch gleichzeitig stattfindet, meine Damen und Herren. Und die Frage nach Globalisierung für wen ist, glaube ich, aktueller denn je.
Und wir sollten uns alle verpflichtet fühlen, dass alle Menschen in unserem Land teilhaben können, dass alle Menschen Chancen haben, dass wir die Bildungspolitik so gestalten, dass wir die Sozialpolitik so gestalten, dass der große wirtschaftliche Wohlstand, den Hessen hat, auch allen Menschen zugutekommt, meine Damen und Herren. 70 Jahre Hessen, das ist auch die Geschichte der neuen sozialen Bewegung, der Ökologiebewegung und der Grünen, meine Damen und Herren. In den 70er Jahren herrschte ein blinder Fortschritts- und Wachstumsglaube, von dem immer mehr Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, das kann so nicht funktionieren. Unendliches Wachstum auf einem begrenzten Planeten, das wird nicht gehen. Und diese Proteste haben auch hier in Hessen Ausdruck gefunden, beispielsweise in den Debatten über den Frankfurter Flughafen. Über 100.000 Menschen haben gegen die Startbahn West demonstriert. 220.000 Menschen hatten Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt, weil an diesem Projekt deutlich wurde, so wie man das geglaubt hat, blinder Wachstumsglaube ohne Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, Projekte einfach durchziehen, so funktioniert es nicht. Und bei dem, was auch am Frankfurter Flughafen passiert ist in den Demonstrationen, zwei Polizisten wurden erschossen, da war die Grenze überschritten, und daraus hat auch dieses Bundesland eine Lehre gezogen, dass wir solche Projekte in anderen Verfahren machen wollen. Deshalb gab es ein Mediationsverfahren, und wir sollten uns bei aller Kontroverse heute über den Frankfurter Flughafen immer daran erinnern, dass es uns um einen Ausgleich gehen muss der Interessen, um das Zuhören, aber dass Gewalt niemals ein Mittel der Politik ist. In der vergangenen Woche hatten wir die Meldung, dass Biblis A Kernelemente frei ist. Was für eine Entwicklung, meine Damen und Herren. Was haben wir in Hessen gestritten? Es sollte sogar Biblis C gebaut werden. Es sollte eine Wiederaufbereitungsanlage in Hessen gebaut werden. Alkem, Nukem, der Streit um die Hanauer Atomfabriken, all das ist Geschichte in Hessen, meine Damen und Herren, und das ist gut so. Und manches von den Debatten erscheint uns heute ja unvorstellbar aus den Debatten vor der Ökologiebewegung. Da gab es doch wirklich einmal die Idee, in die Grube Messeln Müll zu kippen. Gott sei Dank ist es nicht so gekommen und haben wir jetzt ein UNESCO-Weltnaturerbe in Messeln. Und Gott sei Dank haben wir auch einen Nationalpark Kellerwald. Auch das waren viele Auseinandersetzungen, die heute keiner mehr nachvollziehen kann und alle es für selbstverständlich halten. Und das war ein Klima, in dem dann diese neue, junge Partei Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er entstanden ist. Und mit dieser Geschichte konnte es dann auch nicht verwundern, dass Hessen das Bundesland war mit dem ersten grünen Minister, mit Joschka Fischer, der hier im Hessischen Landtag vereidigt wurde, damals in Turnschuhen. Sie sehen, heute trägt man auch Krawatte, aber es bleibt immer grün, meine Damen und Herren. Und so gab es auch den ersten Minister in einem klassischen Ressort, weil Rupert von Plotnitz da ist, im Justizressort. Was waren das für Debatten, lieber Rupert? Aber du hast das wunderbar gemacht. In der Konsequenz gab es dann auch den Bundesaußenminister. Da hast du Pionierarbeit geleistet. 70 Jahre Hessen, das ist ein Land als Politiklabor. Nicht nur, was die Entstehung der Grünen angeht. Wir erinnern uns an lange Jahrzehnte des roten Hessens, des Slogans der Sozialdemokratie Hessen vorn, wo unser Land vorangebracht wurde, auch in schwierigen Debatten damals mit einer konservativen Bundesregierung, wo Hessen sich immer verstanden hat als ein Bundesland, was ein bisschen anders ist, was ein bisschen progressiver ist. Hessen als Politiklabor ist das Land, glaube ich, mit der meisten Erfahrung an geschäftsführenden Landesregierungen. Bei Holger Börner, später bei Roland Koch. Tolerierung, auch das ein Begriff, der sich für immer in die hessische Politikgeschichte eingegraben hat. Aber dann auch die erste rot-grüne Koalition, zuerst in Kassel und dann später im Land. Herzlichen Gruß an den früheren Ministerpräsidenten Hans Eichel. Und dann war es auch Hessen, das erste Land mit dieser rot-grünen Regierung. Und Hessen war das erste Land 2008,
wo es fast eine rot-grün-rote Regierung gegeben hat. Und 2014 ist Hessen das Land, wo es die erste schwarz-grüne Regierung in einem Flächenland gibt. Dieses Land ist lebendig. In diesem Land wird Politik gemacht und wird auch politische Geschichte geschrieben, meine Damen und Herren. Danke für Ihre Redezeit. Wir waren das erste Land mit einem Datenschutzgesetz und mit einem Datenschutzbeauftragten weltweit. Das sollte uns Verpflichtung sein, dass uns ein bisschen mehr einfällt, wie wir den Hass und Gewalt in den sozialen Medien in den Griff kriegen. Der Frankfurter Weg in der Drogenpolitik macht heute noch bundesweit Schule. Und auch das erste Amt für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt hat sehr früh gezeigt, wie gelingende Integration in unserem Land klappen kann. Es wird nie langweilig in diesem Hessenland. Wir Hessinnen und Hessen sind eine muntere Truppe. Und nicht umsonst haben die Rodger Monotones gesungen, Erbarme zu spät, die Hesse komme. Wir sollten uns daran erinnern, welche Probleme und Herausforderungen unser Land vor 70 Jahren hatte, wie groß die Herausforderungen waren, ungleich größer als heute. Und das sollte uns den Mut geben, dass wir auch die heutigen Fragen lösen können. Es sollte uns Grund zur Zuversicht geben, die Probleme, die wir ohne Zweifel in unserem Land noch haben, anzupacken. Und es sollte uns alle darin bestärken, dieses freie, dieses vielfältige und dieses offene Hessen gegen alle Einfeindungen zu verteidigen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.